Herzlich willkommen aus dem wunderschönen Niedersachsen. Wir sind schon angekommen bei Teil 4 aus unserer Genussreise durch Niedersachsen. Heute gibt es was ganz Besonderes, ich kannte es auch nicht. Es gibt sogar zweierlei verschiedene Varianten. Und zwar ist das der Heckkäse. Der Heckkäse kann einmal herzhaft zubereitet werden, dann wird dieser Käse geschichtet mit Salz und mit Lauch. Und die süßliche Variante, die ist dann zum Beispiel mit Beeren oder mit einem Kompott. Was noch besonders ist an diesem Käse, liest jetzt einmal der Romy für euch vor. Assendorfer Premium Sahne Schichtkäse. Und der ist nämlich handgeschöpft. Genau, also es handelt sich um einen handgeschöpften Schichtkäse, den wir heute zubereiten wollen. Und dieser Schichtkäse muss 12 Stunden im Kühlschrank sein, damit er abtropfen kann. Und erst dann entwickeln sich die vollen Komponenten und das soll alles ganz lecker werden und zu Brot ganz wunderbar passen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderbaren Auftakt zum Schichtkäse. Ich denke, wir beginnen mit der herzhaften Variante. Schaut euch das mal an und wenn ihr den ausprobiert habt, schreibt mir. Ich bin ganz gespannt, wie eure Variationen dann sind. Guten Appetit. Tschüss. Im Norden gehen die Menschen nicht an das Meer, an die See oder an die Ostsee, sondern ans Wasser. Richtig. Dort vergnügen sich bei jedweden Temperatur- und Wetterverhältnissen. Ab 18 Grad Schleierbewölkung im Bikini. Ja, gerade warm. Wind bis Stärke 4 empfinden Norddeutsche als leichte Brise. Richtig. An Süddeutsche. In Windbreakern, Fleecejacken und Jeans hat sich der norddeutsche Urbevölkerung gewöhnt und übersieht deren Verweisdruck großmütig. Ja. Sollte es ausnahmsweise einmal nicht windig sein, beklagt sich der Norddeutsche ausgiebig über die drückende Luft. Genau. War er? Ja. Sturmig erst, denn die schafft keine Lungen. Also, ne? Ja, super. Ja, du hast schon ein bisschen. Jetzt machen wir ja heute den Heckkäse. Hat das was damit zu tun? Heck? Wind, Heck, Böen? Nein, stopp. Nein. Nein. Okay. Heck heißt, so glaube ich jedenfalls, das ist hier diese Form. Ja. Der heißt Lecker. Okay. Wie ein Heck, wie ein, vielleicht auch Windheck, keine Ahnung. Windheck. Da geht was durch. Ja. Na? Und deshalb heißt das so. So, und dann hast du eine Hohlbinde. Ja. Ja. Sozusagen. Man nennt es, glaube ich, Seiltuch. Aber du kannst eine Mullbinde nehmen oder etwas anderes, wo halt für die Schwierigkeit durch. Okay, jetzt haben wir ja heute Morgen was hier drin und hat ihn einmal schon vorbereitet. Das kannst du jetzt gleich nochmal im Video machen. Das heißt, wir haben immer zweierlei Möglichkeiten, wird auch immer zweierlei als Komponente serviert. Nee. Aha, okay, du kannst jetzt auswählen, welches du gerade angehst. Ja, und wann isst du das typisch? Ist das so ein typisches Mittagessen oder kommt es auf den Frühstückstisch oder ist es eher? Das ist eigentlich Frühstück oder Abendbrot. Okay. Genau. Zu Brot. Frisch gebacken am besten, ist noch ein bisschen lauwarm. Das ist richtig süß, ja. Das ist gut. Ja, ich bin schon mal gespannt. Hör mal, ich fange auch mit dem Süßen an. Gleich mal. Und der Heckkäse, der muss so lange stehen, weil der handgeschöpft ist und da so viel Wasser drin ist? Oder war der? Weil der aus dem Schichtkäse gemacht wird. Mmh, Käse. Oh, das ist aber so. Das ist toll, ne? Mmh. Der Schichtkäse sind also frischer, angesetzte Käsemasse und der wird einfach geschnitten und dann ist das toll. Verpackt. Okay. Mmh. Und das 12 Stunden ziehen lassen ist warum? Damit die Flüssigkeit daraus wird. Das ist diese Wolke, die hier noch drin ist und die da nicht mehr drin ist. Deshalb ist das trocken, sonst wäre das so voll dabei. Okay. Also der Heckkäse wird geschichtet in dieser Form, das heißt dieser Schichtkäse aus der Molkerei wird
den Scheiben hier reingeschichtet. Erst eine Scheibe Käse, dann kommt das, was man wirklich braucht. Aber lange. Entweder die Frühlingszwiebeln oder Kümmel oder ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, wir machen Schweizer Kümmel oder eben diese Variante. Kann ich mit jeglichen Frühlingszwiebeln machen. Und wie viele Schichten sind dann da drin von dem Süßkram oder nicht von dem? Nur eine Schnee, ist schon immer so lag, ne? Also zwei sind drin und eine noch oben drauf, wenn der gestürzt ist. Und bei den Süßen auch zwei. Weil ich für den Süßen, ich habe nur eine Form, deshalb habe ich das in den Sieb gemacht. Sieht auch. Ah. Hat aber dann natürlich nicht diese schöne Form. Die Form. Ja. Ah, okay, ja, genau. Das heißt, der Name ist tatsächlich von der Form. Ja, der Name ist von dem Wind. Ja, ist klar. Genau, das ist mir eben gerade noch eingefallen. Wenn die Form gefüllt ist, wird das Tuch darüber gegeben, das schön bedeckt ist und dann kommt eigentlich Pfeffer. Ich habe glaube ich heute Morgen so da genommen. Pfeffer kriegt einfach, das ist ein bisschen Gewicht von uns. Abgucken kann man. Und wie lange muss der da jetzt schon? Man sagt 12 Stunden.